As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. That is why every champion vows to end his own life before he destroys the clan he swore to protect. Hey, you. Don't you hear the bell? I'm here to help you. Rule number one, don't get me killed. So, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Mein Name ist Martin und ich heiße euch willkommen zu einem neuen Durchgenudelt, einem neuen Projekt, einem neuen Spiel. Mark of the Ninja heißt es. Und ich bin gespannt, was uns hier denn erwartet. Ich muss nämlich sagen, ich habe das Spiel schon seit einiger Zeit auf dem Schirm. Hab's mir letztens im Sale geholt. Und als großer Fan von solchen im Comic-Stil gehaltenen Stealth-Spielen habe ich ja auch gewisse Erwartungen dran. Das Spiel soll ziemlich gut sein. Dann schauen wir mal, was uns erwartet. So, wir bewegen uns hier ziemlich träge. Und das ist wohl die Glocke. Wie man unschwer erkennen kann, spiele ich es auf dem PC. Ist 2012 für den PC erschienen. Gibt es auch für OS X, Linux, Xbox, der also Interesse hat, ist weit gefächert. Aha. We got the one that ran away, sir. They should all be killed or captured now. Excellent. Stand down and get ready to leave in 15. Okay, also ich habe schon mal den Eindruck, dass wir es mit Größenwahnsinnigen zu tun haben. Damit meine ich nicht uns. Momentan stehst du im Dunkeln. Offenbar eine, ich möchte mal sagen, Invasion dieser Region. Es reimt sich sogar, also muss es stimmen. Durch irgendwelche. Wait, where's your sword? Stick to the darkness until you find one. Alles klar. Durch irgendwelche Größenwahnsinnigen. Sind hier im alten Japan oder China, auf jeden Fall im asiatischen Raum. Sieht alles schon mal sehr schön aus, finde ich. Jetzt ist die Frage, wer unser Gegner ist. Bisher haben wir nur gesehen, dass jemand erschossen wurde. Gehen wir mal vorbei. Okay. E. Ah ja, alles klar. Kann man sich verstecken. Und wir können rennen. Verursachen aber Lärm dabei. Und der Typ ist offenbar tot. Kann ich mit dem irgendwas machen? Was war das gerade? Ah ja, okay. Boah, okay. Ich meine, ein Ninja, der sowas nicht kann, ist kein Ninja, oder? Offenbar kann ich den nicht ziehen. Also, ah Moment, rechts oben, wird mir da was angezeigt? Nein. Q? Bei Q passiert nichts. Bei F kann ich springen. Alles klar. Und mit C rennen wir. So, dann wollen wir mal gucken, wo unser Schwert ist. Watch out. They're coming this way. Ja, da haben wir schon die ersten Kontrahenten, die mit Taschenlampen ausgerüstet sind. Du kannst nicht ohne deine Waffen töten. Ohne deine Waffen? Ach so, okay, wir haben mehrere. Dahinter lässt er eine Spur der Geräusche. Und wir haben 200 Punkte bekommen. Dafür, dass wir uns versteckt haben. Hier nehme ich an, kann man sich auch verstecken, ja? Und ich kann mich sogar rauslegen. Schick. Finde ich ja ganz nett, wie das in diese 2D-Umgebung eingebaut ist.
Also deren Leuchten scheinen nicht so effektiv zu sein, wenn die sich damit nicht wirklich erleuchten. Im Gegensatz zu dieser Lampe da oben. Die ist ja ziemlich stark. So. Ich möchte weiterlaufen. Ja. Ja, das wissen wir schon. C halten, um zu laufen. Okay. Da sind noch zwei, drei weitere Raben. Und die haben uns offenbar trotzdem gehört. Ich dachte, ich bin jetzt hier mal so schlau und... Ah, ich kann doch gar nicht hoch. Und mach mal keinen Lärm. Hold up. Run, and they'll be able to hear it. Mhm. Suche nach Ventil. Sind das Arschlöcher? Das erinnert mich an den Film Ip Man, wer den kennt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Schauspieler da heißen, die da mitspielen. Aber da kommen auch... Alles klar. Da kommen auch die westlichen Nationen ins Asiatische Reich und fühlen sich auch wie die letzten Idioten. So, Kletterhaken. Der Kletterhaken ermöglicht es dir, dich an Haltepunkten einzuhaken, indem du rechte Maustaste drückst. Okay. Da kommt dann auch die Maus zum Einsatz. Ja, wie gesagt, also die Westlichen, die kommen, machen Rambazamba im Asiatischen Reich und kriegen am Ende natürlich auch ihre Lektion erteilt, ne? So, hier können wir hoch. Das finde ich ja sehr cool. Habe ich erwähnt schon, dass es mich ein wenig an Spider-Man erinnert. So, Stimme des Hisamo. In jedem Level gibt es drei Rollen, die Geschichte des Clans erzählen. Wenn du sie findest, erhältst du Münzen oder irgendwas, nehme ich mal an, die zwischen den Levels für Upgrades verwendet werden können. Alles klar. Okay, da hat er jetzt offenbar was gelesen. Ich würde gerne wissen, was. Kann ich das nicht lesen? Ein Inventar habe ich nicht, aber ich habe eine Karte. Okay. Das scheint ja ziemlich weitläufig zu sein. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier ein bisschen Story käme, aber okay. Folgen wir weiter dieser Ora. So. Also die Bewegungsanimationen finde ich ganz schick, die sind ziemlich flüssig, wenn man das spielt. Ach was. Von wem denn? Wahrscheinlich, weil ihr euch gegenseitig anguckt, nicht wahr? Was ich sagen wollte, von der Bedienung her, das Gefühl, wenn man den Typen bewegt... Ich bin dabei, ich gebe Mühe. Nun, was ich sagen wollte... Von der Bewegung her, Moment, von der Bewegung her, wenn man den steuert, das fühlt sich sehr flüssig an. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man da etwas Übung hat, man da wirklich gut vorankommt. Da komme ich nicht hoch. Und hier haben wir noch einmal etwas, das wir untersuchen können. Das Schwert des Tetsuji. Die Leute vom Hisumu-Clan behalten ihre Schwerter in Bescheide, bis sie mit nur einem Schlag töten können. Dieses Relikt des Clan-Gründers wurde über hunderte von Jahren aufrechterhalten und findet nun wieder Verwendung. The beginning of the kill is like embracing a lover. The end, of course, is not. Of course. Mhm. Na, ich möchte hoch. Okay. Hier mit den Typen. Wische in Richtung des Pfeils. Good work. But remember, you have to be quick to catch them. Das ist echt mies. Ah, okay. Also die hier kann ich offenbar bewegen, die anderen nicht.
kann ich den jetzt da bei meinem Körper fallen lassen? Okay. Warum bricht denn hier gerade die Framerate ein? Was soll das denn? So, und hier nehme ich an, kann man sich wieder verstecken? Genau. Na komm, lauf. Ich finde ja solche Wände bzw. solche Türen vom Look her sehr cool. Finde ich sehr cool. So, kann ich mich da hochziehen? Nein, ich muss klettern. Klettern, klettern. Und da haben wir noch einen von hier unten. Den holen wir uns. Und zack. Ja, das ist schon ziemlich brutal hier, ne? Sinneswandel. 400 Punkte. Nicht unbedingt was für kleine Kinder. Und hier ist nichts mehr. Okay. Und runter. Und runter. Und runter. Und runter. Was haben wir hier? Halte unten plus springen. Also S und V. Ach so. Ah, okay. Das hier ist ein Gitter. Okay. Pfeile. Normale Pfeile aus Bambus. Gut geeignet zum Zerbrechen von Dingen und Ablenken von Personen. Feinde können sie aber nichts anhaben. Haben die nicht einen anderen Namen? Ich glaube, Shuriken, kann das sein? The ink from your tattoo has honed your senses. Focus your thoughts and you can freeze time in your mind. Time in my mind. Okay, das ist links Control. Klicke. Und dann können wir offenbar drei gleichzeitig abwerfen. Zack. Das ist schick. Finde ich cool. Was war denn das gerade? Okay, ein Warnsignal. Ja, ich habe gerade einen kurzen Moment gerannt. Vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Und da stehen wir hier. Stolz wie ein Adler. You could always destroy the lights. But shattering one will make a loud noise. So be ready for them to react. Okay. What? Ja, das ist bestimmt schmerzhaft. Okay. Gut, wir sind auf jeden Fall noch im Tutorial, ist klar. Ich muss ja sagen, die Hintergrundgrafik hier, das gefällt mir echt vom Look super. Da sieht der Hintergrund fast noch schicker aus, als der Vordergrund. Ob das gewollt ist? So, da können wir unbesorgt hoch. Vielleicht finden wir was. Da ist auf jeden Fall solch eine Luke. Oder ein Ventil, wie es heißt. Hier können wir... Ah ja, genau. Also es lohnt sich hier umzuschauen. Artefakt zurückgeholt. Was ist denn dieses Q? Was war denn das gerade? Ah, okay. Okay, also wenn ich hier das da mache, ne, die Zeit anhalten, dann kann ich gezielt werfen. Hier kann ich einfach in die Gegend werfen. Das wäre jetzt mies, wenn er noch runterfällt. Dann macht er nämlich ein Geräusch. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich finde es aber schick von der Physik her. So, da geht's rein. Drücke A oder D gegen Ventile, um einen Blick hindurch zu erhaschen. Okay, ja. Oh, wenn wir den jetzt hier so reinziehen, das wäre nice. Oh. Okay, ich hab's versaut. Aber das ist gut zu wissen, wenn ich in die falsche Richtung gehe mit der Maus, dann macht das Lärm. Bewegen kann ich ihn aber immer noch. Und ich kann ihn reinziehen, das ist schön. Und es gibt Punkte, also immer dran denken, die Leute verstecken. Was haben wir hier? Das hat doch gerade, genau, das hat geblinkt. Und was mache ich damit? Ah ja, okay. Eine Art Ablenkung.
frage ich mich gerade, wenn ich die da erledige, da kriege ich doch Punkte. Soll ich jetzt den anderen, beziehungsweise die zwei da unten links von vorne auch erledigen? Oder ist es nicht geschickter, wenn ich sie außen vor lasse? Wobei hier kein Durchgang ist. Vielleicht finde ich da etwas. Nein, du sollst durch. Und hoch. Oh. Ich überlege mal, ob ich die nächste Folge mit dem Gamepad spiele oder eine der nächsten Folgen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das mit dem PC hier so das Ideale ist. So, da haben wir unsere Möglichkeit hier. Okay. Und zack, runter. Oh, falsche Richtung. Run. Okay. Das war jetzt nicht so gut. Ich bin da ein wenig zu hektisch mit der Maus, wenn ich die bewege. Geh aus dem Sichtfeld und versteck dich, wenn du entdeckt wurdest. Ja, ich habe die schon erledigt, ist kein Problem. So, jetzt haben wir auf jeden Fall unser Artefakt. Und es ist ja schick, dass man im Sprung da auch diesen Enterhaken oder Kletterhaken benutzen kann. So. Oh, okay, das macht auch eine Menge Lärm, durch so einen Schacht zu rennen. So. Was haben wir hier? Okay. Da haben wir eine Glocke. Zwei Typen. Soll ich die damit ablenken? Machen wir hier mal unseren Mind Freezing. Und wir können das hier benutzen. Machen wir mal das Licht. Ah, nein, Moment. Das scheint runterzufallen. Probieren wir das doch mal aus. Oh. Sehr schön. Das ist natürlich super geschickt. Wunderbar. Ah, das ist eine Tür. Okay. Kann ich durchlaufen? Machen wir auf. Gucken mal. Na, ein Ticken zu hoch. Aber wir können ja Wände beklettern. Haben wir wieder etwas eingesammelt? Wunderbar. Das da oben war eine Luke. Okay. Na komm, lauf. So, jetzt schaue ich mal gerade auf die Zeit. Da sollte noch ein bisschen was möglich sein. Und da ist offenbar niemand. Erstmal ab nach oben. Jetzt bin ich tatsächlich weg. Jetzt sieht mich keiner. Selbst ich nicht mehr. Oh. Mal aufpassen, wo man hinklickt. We need to make him look the other way. Ja, das ist kein Problem. Das da kann ich offenbar nicht kaputt machen. Das hat ein Gitter. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Genau. Und er kriegt es auch nicht mit. Ah ja, genau. Ich kriege hier einen Radius angezeigt. Na, Moment. Ah, okay. Das, jetzt dachte ich schon, das wäre ich hier gerade. Genau. Und zack. Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ja, das war nicht so. Tod eines Bauern. Alles klar. Der liegt ja schon im Dunkeln. Idealerweise unter der Treppe. Das passt. Da bin ich ein Stück zu weit gehüpft. Kann ich das auch von Hand auslösen? Ja.
Da bin ich ein Stück zu weit gehüpft. Was ist denn mit dem Baum hier los? See that door? Don't open it yet. Just lean against it and try to sense what's on the other side. Alles klar. Nichts anderes hatte ich vor. Walljumps gehen auch, das ist schön. Dann sensen wir hier mal. Wieder sensen, Mann, bringe ich den Tod. Und da haben wir etwas hinten. Ein Relikt oder irgendwas. Und zack. So. Da habe ich ja immer diesen kurzen Moment der Ruhe, wo man den konzentrierten Gnadenstoß von sich gibt. Nicht so hektisch sein. We do not fear death. Our lives have been cruel. The clan must always endure. Alles klar. Also wenn das meine Stimme war, war es eine coole Stimme. Und da kommen wir nach oben. Ich guck noch mal, ob man hier etwas super etwas anfangen. Na. Jetzt sagen wir nicht, dass ich mich da nicht festhalten kann. Na also. Ob ich hier noch etwas machen kann? Ach so, okay. Na, okay. Man sieht, es gibt mehrere Wege für ein und dasselbe Problem. So. Ich denke mir, da sind wir schon in Raben, also ruhig sein. Ich denke mir, das ist eine gute Stelle, um mal einen Cut zu machen. Mit der ersten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hoffe, ich sehe euch wieder bei der nächsten Folge. Bis auf dann, wenn es wieder heißt Game Inc. mit Mark of the Ninja.